So. Und wir neue Erinnerungen rein. Ich habe es noch nicht geschaut, ob mir auf Infogavo irgendwas fehlt. Sich dieses Fotoalbum ansieht. Das müsste Giovanni sein. So, bist du wirklich viel herumgekommen? Hör gut zu, ich werde dir deine peinliche Postkarte vorlesen. Haha, ich muss erstmal meine berühmte Stella-Stimme finden. Moment. Liebe Mama, lieber Papa, liebe Lilly. Meine Reise war bisher echt toll. Ich habe sogar neue Freunde gefunden. Oh, wie langweilig. Ich habe das Gefühl, dass mein Urlaub wie im Flug vergehen wird. Letztes Wochenende habe ich Shirakawa Go in der Präfektur Toyama besucht. Ich habe eine Führung durch diese wunderschönen Reisfelder gemacht. Es war ein beeindruckender Anblick. Neben diesen unglaublichen Häusern am Fuß der Berge. Nachts im Mondschein war es besonders schön. Ach Stella, wie anstößig! Er ist ein Kunstkurator aus Deutschland. Er arbeitet an einer Kunstausstellung in Nagasaki. Die Führung war auf Japanisch. Deshalb hat er mir bei den sprachlichen Feinheiten geholfen. Er hat mir seine Adresse gegeben und mich zu seiner Ausstellung eingeladen. Ich vermisse euch alle. Und ich freue mich so sehr auf euren Besuch in ein paar Monaten. Stella. PS. Geh nicht in mein Zimmer, Lilly. Daran habe ich mich nicht gehalten. Wow. Du warst so weltoffen. Ich glaube nicht, dass ich jemals so war. So voller Leben. Ich war immer ein wenig, sagen wir, mal dramatisch veranlagt. Ich frage mich, ob du Gustavs Ausstellung besucht hast. Das ist Gustav! So hieß er doch, oder? Wir kamen dich nie besuchen. Um die Zeit herum wurde Papa krank. Er konnte kaum noch gehen. Sein ganzer Körper war geschwollen und alles tat ihm weh. Ich habe nie verstanden, warum sie es dir verheimlicht haben. Sie wussten vermutlich, dass du sonst sofort zurückkommen würdest, um dich um ihn zu kümmern. Ich habe miterlebt, wie Papas Krankheit schlimmer wurde. Konnte ihm nicht helfen. Ich erinnere mich immer noch an deinen Gesichtsausdruck, als du nach Hause kamst. Eine Sekunde lang kam es mir so vor, als würdest du ihn nicht wiedererkennen. Machen wir weiter. Vor dem Tod hattest du dich ja noch nie gefürchtet. Du hast ihn schließlich zum Mittelpunkt deiner Welt gemacht. Sicher hast du ein paar Fotos von deinem Umzug nach Montreal. Mal sehen. Oh, interessant. Oxbury. Oxbury muss ich auch dann. Hummingbird, Profit Gear, 40-50 und Overbook. Wo ist Overbook nochmal? Bin ich jetzt blöd? Sekunde. 212,56. Echt blind, ne? /256. Okay, das habe ich total vergessen.
Oxbury 40 minus 150. Minus 150, Gott, da hinten. Sie gefallen ins Unbekannte reinfahren. Machen wir jetzt mal noch nicht. Overbrook. Wollen wir nach Overbrook fahren? Ja, ich glaube, wir fahren nach Overbrook. Geben wir mal das Taxi hier. Und geben wir die 5 Säcke Reis ab. Die müsste ich jetzt hier im Inventar haben, ne? Ja, habe ich. Mehr ist genug. Weiß halt irgendwann gar nicht mehr, was du überhaupt alles noch machen sollst. So. Overbrook. Da ist Overbrook. Haben wir nämlich, glaube ich, alle Seelen auf dem Schiff. Das ist auch schon was sehr, sehr Wertvolles. Und EP-Tränke. Gott, jetzt fällt es mal wie Schuppen aus den Haaren. Es könnte von Bugs sein. Gebratenes Surf? Stopp. Krustentier und Fett. Krustentiere. Schwarze Tigergarnele und Fett. Ausbruch. Und hier gibt es auch irgendwas zum Entdecken. Auch noch was freischalten. Alter. Was ist das denn? Warte mal. Hier. Fünf Säcke Reis. Also Stellas, du bist wie immer die Retterin in höchster Not. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Dann zurück an die Arbeit. Der Fraß verteilt sich nicht von alleine. Komm doch nochmal vorbei, ja? Was hältst du von okay, wie kriege ich ihn aufs Schiff? Was anknabbern? What the fuck?
Mein Bein ist total verbogen. Tut so weh. Du musst mir schleunigst helfen, ich werde aber da nicht reingehen. Ich kann es mir nicht leisten. Warum ich dann hier bin? Geh dich an feuchten Scheißdreck an. Wie ich schon sagte, ich hasse Krankenhäuser. Die riechen nach Essig. Essig gehört in Salat, nicht in Krankenhäusern. Aber mein Bein. Dazu, ich brauche ein paar Dinge. Pass auf. Du hast alles. Schön. Eine Sekunde. Was? Sehr seltsam. Kein Bein ausreißen. Ah, ich habe die Sachen schon fertig gehabt. Ja, und hier ist die Frage, wie komme ich in den Leuchtturm rein? Weil da ist nämlich auch eine... ist irgendwo was zum Hüpfen? Ich glaube nicht... Na gut. Seltsam. Reden geht auch nicht. Hier entlang, da war eine Kiste. Na ja, gut. Dann machen wir hier mal weiter. Eine Krebse. So. Gebratene Krebse, dann habe ich Kuchen, Mehl und Süßstoff. Mehl. Und was zum Süßen? Kein Honig. Naja. Packen wir mal einen Kuchen, wa? Stella? Das ist schon ein beeindruckendes Schiff. Man könnte es glatt als seetaugliches Dorf bezeichnen. Eine richtige Gemeinde. Erinnerst du dich noch an Dana? Das Blumenmädchen mit den wunderschönen langen roten Haaren? Weißt schon, Dana? Sie ist mit ein paar Freunden in die Wüste gereist. In ihrer Gruppe ist immer diesem Mann mit der langen Robe und dem seidigen Haar hinterher gelaufen. Sie nannten ihn Jimmy Jim. Das kam mir schon immer seltsam vor. War Jimmy die Verkleinerungsform von James? War sein Nachname Jim? Klang einfach nie wirklich natürlich. Man sollte doch erwarten können, dass sich der Anhänger eines Kults bessere Namen ausdenken kann. Dana erzählte mir immer, dass sie auf der Suche nach einer neuen Art von Wasser waren. Und dass das Wasser in den Städten zu belastet war. Angereichert mit dem Schweiß der Stadt und schlechten Omen. Deshalb mussten sie in eine bessere, saubere Wasserquelle in der Wüste finden. Sie wollten immer, dass ich sie begleite. Sie meinte, dass dieses neue Wasser ein Allheilmittel sei. Dass sie eine wundervolle Gemeinschaft gründen würden, in der alle im Einklang mit anderen und der Natur leben würden. Tja, es hat nicht lange gedauert, bis sie alle am Verdursten waren. Der Brunnen, den sie gegraben hatten, war nach ein paar Wochen ausgetrocknet und sie kämpften um jeden Tropfen Wasser. Ich möchte damit wohl nur sagen, dass ich weiß, wie beschäftigt du bist. Du musst Dinge erledigen, dich um Leute kümmern und verschiedene Orte reisen. Ich möchte dir nicht zur Last fallen, aber ich muss es dennoch tun. Ich habe mir überlegt, wie ich dich für dein Engagement entschädigen kann. Mir schwebt da eine ziemlich tolle Idee vor, aber ich brauche deine Hilfe für den letzten Feinschliff. Ich habe mit einem anderen Passagier auf deinem Schiff geredet. Mit Namen habe ich es nicht so, zumindest mit neuen Namen.
kann mich irgendwie nicht an deine Passagiere erinnern. Hier herrscht ja auch ein ständiges Kommen und Gehen. Ich habe jedenfalls erfahren, dass dein Schiff manchmal durch Glühwürmchenschwärme fährt. Glühwürmchen tragen hin und wieder Feuerglutsamen mit sich herum. Lass sie mal einer an. Du hast schon Feuerglut, dann müssen wir uns ja gar nicht abmühen. Wunderschöne, richtig scharfe Feuerglut. Was soll's? Kannst nicht länger geheim halten. Erinnerst du dich noch daran, wie du ins Haus eingezogen bist? Ich hatte schon mehrere Jahre dort gewohnt. Ein paar Monate nach Davids Tod hatte ich unser Haus verkauft. Zu Beginn waren die Kinder untröstlich, aber sie waren nie dort. Ich nehme an, sie wollten nicht, dass ihre alten Zimmer irgendwie verändert würden. Aber zurück zu dir. Gleich am ersten Tag ging dein Kühlschrank kaputt, du Ärmste. Mir war klar, dass du kein Geld hattest, um etwas zu essen zu bestellen. Erinnerst du dich noch daran, was dann passiert ist? Oh, wie schade. Ich habe Suppe für dich gekocht, aber nicht irgendeine. Meine absolute Laksa war meine erste Mahlzeit, als ich ganz alleine in der Stadt ankam. Ich war hierher gezogen, um näher bei meiner Schwester zu wohnen. Was für eine Reise. Ich war tagelang unterwegs. Aber als ich angekommen war, lud mich mein Nachbar Arania aus Wohnung 32b zum Abendessen ein. Damals waren Nachbarn noch viel freundlicher. Sie setzte mir Laksa vor. Das hatte ich noch nie gegessen, aber ich war sofort davon begeistert. Ein ganzes Jahr lang habe ich mich mindestens einmal pro Woche bei ihr zum Essen eingeladen. Hoffentlich habe ich ihre Gastfreundschaft nicht überbeansprucht. Ihre Familie war so liebenswürdig. Scharfes Essen wurde jedenfalls zu meinem ultimativen Freundschaftstest. Wer das verträgt, der verträgt auch mich. Und du hast den Test mit Bravour bestanden. Ich konnte dir zwar nicht mit deinem Kühlschrank helfen, aber ich konnte dich mit Essen versorgen. Mein Geschenk für dich ist Aranias Familienrezept. Ich kann es nicht mehr zubereiten. Nun ja, das stimmt so nicht. Ich glaube nur, dass ich in meinem Alter schon oft genug gekocht habe. Jetzt kann jemand anderes das Zepter übernehmen. Wenn du Laksa kochst, können wir es vielleicht gemeinsam genießen. Dazu brauchst du Feuerglut und Getreidepulver. Das köstliche Getreidepulver. Mehl. Wenn ich eine Schüssel Laksa vor mir hätte, würde es mir bestimmt wieder einfallen. Wäre das nicht traumhaft? Feuer im Teller. Bereite Laksa für Beverly zu. Kuchen. Habe ich Laksa nicht schon gebaut? Habe ich Laksa nicht schon gebaut? Vier, acht, zwölf, 16, 20, 32, 36, 40, 44, 48, 52. Ja, Laksa. Feuerglut und Reismehl. Freut ihr euch schon? Ja, es wird lustig. Definitiv. So. So, Eier rausholen. Thank you.
Wir haben noch Oxbury. Ein Brief? Pupsbank AG. Ein Brief von Jackie. Sehr geehrte Damen, im Auftrag der Furzbank in Furzopolis, zu deren wichtigsten Einzahlungen Sie gehören, möchten wir Sie bitten, die beigelegten Furzdividenden entgegenzunehmen. Dieser Brief stammt nicht wirklich von der Bank, sondern von Jackie und ich habe in den Umschlag gefurzt. Erwischt. Wollte nur mitteilen, dass der Verkaufsautomat endlich wieder aufgefüllt würde. Kommen Sie nach. Okay. Treffen uns erst um 6 Uhr, Käfer. Also ich werde jetzt dann erstmal was zu essen fangen. Wir können dann ja bei mir in den Sprachchat reingehen. Kannst den Warteraum erstmal gehen. So, Essen ist fertig. So, Lachs gekocht. Nach dem Fleischeintopf lockt mal Honig. Ich habe keinen Honig mehr, schade. Dann nach dem süßen Joghurt. Lollipops. Honig habe ich nicht mehr. Dann habe ich... Ah, okay. Das geht. Rührei. Oh. Du hast die Gewürze genau richtig dosiert. Es riecht fantastisch. Gut, ich werde es mal probieren. Mein Magen ist inzwischen quasi eine Chilischote. Ich halte alles aus. Das Lachse. Hey, May. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Es brennt genau richtig auf der Zunge. Ich meine, es ist unglaublich. Du weißt immer noch, wie man kocht. Wow. Das bläst meine Nase so richtig frei. Danke, Zuckerschote. Ich konnte mich offensichtlich nicht zurückhalten. Leider ist nichts für dich übrig. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde es wieder gut machen. Ich weiß, du hättest auch was von dieser Köstlichkeit abbekommen sollen. Nächstes Mal auf jeden Fall. Okay, also. Hast du kurz Zeit? Wie schon erwähnt, ich habe immer diesen Traum. Keine Sorge, ich bin kein Monster. Ich werde dir auch nicht von meinen Träumen erzählen. Vielleicht ein bisschen. In meinem Traum habe ich jedenfalls den Projektor benutzt. Dann wurde ich in die Bilder hineinversetzt. Das erste Bild war... Wir haben die Stadt besichtigt. Wir hatten eine Wohnung für die ganze Familie gemietet. Sie war so luxuriös. Wir hatten die ganze Woche verplant. Museen, Parks, Restaurant. Natürlich wurde Henry gleich am ersten Tag krank. Ich weiß so, dass ich bei ihm geblieben bin und gestrickt habe. Er war so erschöpft, dass er nur ein bisschen zeichnen konnte, der arme Junge. Damals war er völlig in diese Zeichentrickserie vernarrt. Da kamen vermutlich nur riesige Roboter und Helden in Strumpfhosen drin vor. Die Wohnung war irgendwo im Old Central District. Sie hätte unsere zweite Heimat sein sollen. Zumindest eine Woche lang. Und die ganze Zeit über habe ich aus einer Riesentüte Zuckermais genascht. Typisch für Träume. Sie sind immer etwas vernebelt. Wenn du diese Folie findest, würde das meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Okay, wir müssen zum Old Central District.